as a system, a practice, a way. It existed in the Middle Ages and a little later. Die Alchemie ist ein im Mittelalter und noch etwas danach praktiziertes System, ein Weg, bei dem es in seiner echten Form um die Transformation, die Verwandlung des Menschen ging. Einem von seinem Potenzial weit entferntem, schlafendem, zerstreutem, unbewusstem Wesen voller Illusionen und egoistischer Triebe, dem Blei der Alchemisten. Unconscious, full of illusions, ego, this is what they meant by, when they use the word lead. Und die Verwandlung von Blei in Gold meint die Transformation dieses unentwickelten Menschen zu dem in seinen Fähigkeiten voll entwickelten Menschen, einem bewussten Menschen von Licht, Verständnis, Weisheit. Die Alchemie hat mit der inneren Verwandlung des Menschen zu tun. All the language of alchemy is a code having to do with the interior transformation. And of course there was. Natürlich gab es Täuschung, Schwindel, Scharlatanerie. Aber es wäre falsch, in der Alchemie nur einen primitiven Vorläufer der Chemie zu sehen. Sie war vor allem eine Schule der inneren Transformation. Um den voll erwachten, bewussten Menschen geht es Jacob Needleman, Philosoph an der Universität von San Francisco, wie auch um das Entziffern geheimer Lehren von Überlieferungen, die die innere Verwandlung des Menschen zum Ziel haben. Zu ihnen zählt er die Alchemisten, wie auch die Gnostiker, Kabbalisten, die Sufis und die Meister der Dombauhütten. Of course, one of the greatest expressions of this sort of thing is Plato. Diese Verwandlung kommt auf hervorragende Weise in Platons berühmten Höhlengleichnis zum Ausdruck. Er vergleicht uns normal unentwickelte Sterbliche mit Menschen, die schon von Geburt an in einer dunklen unterirdischen Höhle leben. Zudem sind sie so angekettet, dass sie vor sich nur eine Wand sehen können, an der sie die Schatten von Gegenständen wahrnehmen, die sich hinter ihnen befinden. Und in ihrem Gefängnis halten sie nun diese Schatten für die Realität. We're so imprisoned there all our lives that we take the shadows for the reality. Ein Gefangener, der befreit wird, dreht seinen ganzen Körper und sieht nun die Figuren selbst. Dann gelingt es ihm, die Höhle zu verlassen. Im Tageslicht geblendet, kann er zuerst nur die Schatten der Gegenstände draußen sehen. Langsam erst die Gegenstände selbst, im kaum ertragbaren Licht. Er steigt zurück in die Höhle und erzählt den Mitgefangenen von der Wirklichkeit, die er gesehen hat. Aber sie glauben ihm nicht. Sie wollen und können ihm nicht glauben. Niemand will zugeben, alles falsch gesehen zu haben, sein ganzes Dasein auf Sand gebaut zu haben. Das Wenden des ganzen Körpers, die innere Transformation, ist ein schmerzlicher Prozess. Aber das Sehen der Wahrheit heißt eine Erfahrung machen, die alles verwandelt. Der Mensch erfährt mit seiner Befreiung die Einheit oder Erleuchtung. Er wird der, der er eigentlich immer schon war. If you ask what is transformation, you can speak of it on many ways, many levels. All of nature is transformation. Wenn Sie nun fragen, was Transformation ist, so gibt es viele Möglichkeiten, viele Ebenen darüber zu sprechen. Die ganze Natur, aller Wandel, eine sich in einen Schmetterling verwandelnde Raupe, ist Transformation. Die innere Transformation, von der wir hier sprechen, ist die Transformation des menschlichen Wesens in seinem fragmentierten, illusionären Zustand zu einem geeinten Wesen, das über qualitativ ganz andere psychische Kräfte, Energien, Fähigkeiten, eine andere Intelligenz verfügt. Diese Transformation geht nach Gesetzen vonstatten, die keiner von uns wirklich kennt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, diese Transformation geschieht, indem wir in uns das Einwirken einer höheren Kraft zulassen. Alle spirituelle Disziplin, der Weg, meint immer, dass wir uns zur Verfügung stellen, uns für etwas öffnen sollen, das aus einer anderen Ebene kommt, aus unserem Innern
und aus dem Universum. Alle echte spirituelle Praxis ist eine Disziplin des Sich-Öffnens, des Zulassens. Auch wenn es uns sehr schwer, sehr rigoros, sehr hart erscheint, soll es uns doch immer nur helfen, etwas in uns durchlässiger, offener zu machen, im Gewebe und in den Zellen unseres Körpers und Gehirns. Of allowing, even when it's very strong, very rigorous, very seemingly very tough, it's all to help make something more permeable, more open in ourselves, in our very tissues of our body and our brain. It's a way, it's a path, as the Tao Te Ching says, it's the way, the Tao, corresponds to the very structure of reality. Es ist eine Reise, ein Weg, ein Pfad, wie das Tao Te Ching sagt. Der Weg, das Tao, korrespondiert mit der Struktur der Realität. Und doch ist dieser gut gezeichnete Weg nicht der Weg. Dieser Weg, und das ist paradox, diese Reise ist ganz bestimmten Gesetzen, einer bestimmten, sehr rigorosen, strikten Ordnung unterworfen. Gleichzeitig gibt es aber keine Landkarte, keinen eindeutigen Weg. Es ist eine Bewegung ins völlig Unbekannte, die präzisen kosmischen Gesetzen gehorcht. Du musst es selbst entdecken, und das, was du entdeckst, ist etwas, das schon ewig dort existiert. Es gibt eine Führung, aber nicht so, dass dir jemand zeigt, welche Schritte du tun sollst. Ein wahrer Führer geht hinter dir, nicht vor dir. Er ist jemand, der dich auf deinem Weg unterstützt und dich vielleicht noch rechtzeitig auffängt, wenn du fällst. Aber er bahnt dir nicht den Weg. Das tust du selbst. So the guide is somebody who sort of supports you as you move, and if you fall, he may catch you before you hit, but he doesn't cut the path for you. You cut it for yourself.